Hello again und welcome back zu einer neuen, wunderschönen Folge Crafting Simulator, Überlebenssimulator 2022. Wir sind hier ganz doll am Hasseln. Wir haben schon Dinge getan, die keiner für möglich gehalten hätte. Und wir befüllen jetzt Flaschen, würde ich sagen. Sind hier wieder welche gestorben vielleicht? Nee. Wäre aber auch zu schön gewesen. Ich gucke erstmal, wie das mit Wasserflaschen ist, ob ich die einfach am See befüllen kann. Weil da unten. Wenn ich mir den Fuß jetzt wieder anknackse, dann spiele ich das Spiel nie wieder. Steine sind echt zu schade zum Liegen lassen. Eigentlich brauchen wir bestimmt auch zum Craften später. Und wie das hier geht, werde ich jetzt sehen. Hoffentlich. Fill and Bottle. Ah. Oh, das ist grün. Okay. Das ist scheiße. Wir sollten das Wasser also kochen wahrscheinlich auch noch. Wir sollten das Wasser also auch noch kochen. Wir haben doch da oben so eine Base, wo Feuer ist. Wo so ein Lagerfeuer ist. Denkt ihr, ich kann das auch deplatzieren und einfach mitnehmen? Konnte ich das vorhin? Was kann ich jetzt hiermit machen? Drop. Perfekt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass was wir gerade tun, ist falsch. Ich habe ganz krass das Gefühl, dass das, was wir hier tun, falsch ist. Egal, wir haben es mal getan. Wir können dann nachher einfach testen, ob es Bullshit war oder nicht. Ich denke aber, dass es Bullshit war. Wahrscheinlich hätten wir da was einpflanzen müssen. Ah, wir haben doch hier überall diese Beeren gefunden. Wahrscheinlich kann man die Beeren einpflanzen, oder? Was ist hier eigentlich? Gibt es hier nochmal irgendwas? Ein Rucksack? Hat nicht wehgetan. Haha, ich bin unzerstörbar. Unzerstörbar! Da oben, ja, genau, hier ist direkt das Lager. Jetzt haben wir auch gar nicht gegen den Zombie gekämpft, ne, mit der Pistole. Das wollten wir eigentlich machen mit dem Revolver. Revolver. Kann ich das einfach mitnehmen? Move! Aber interagieren kann ich das. Schon zum Kochen. Ah. Öl und Holz wahrscheinlich. Das ist jetzt doof. Aber nehmen das einfach auch mit. Ich weiß echt nicht, ob das so gewollt ist. Ich klau einfach alles auf der Map. Ich klau den Leuten einfach all ihre Dinge. Und die gehören dann einfach mir. Sollen wir die reinstellen? Aua. Jetzt zu hügelig, hier müssen wir langsam laufen. Sollen wir das reinstellen? Ja, auch, oder? Stellen wir auch rein. Und bleiben wir bei der Hoffnung, dass die Sachen hier, die wir hier uns hier reinstellen, wirklich einfach hier bleiben. Wir bleiben einfach mal in der Hoffnung und sagen. Die bleiben schon hier. Hier bei den Türen kann ich das auch eigentlich da vorstellen, oder? Was soll denn hier passieren? Und
da dahin. Da steht es nicht so im Weg, wobei hier steht es eigentlich auch nicht so im Weg. Wir können es ja auch später noch, noch machen. Wir brauchen auf jeden Fall, was brauchen wir? Was war das hier? Ich glaube, wir brauchen Holz. Holz haben wir, glaube ich, auch nicht oben oder so. Ja, aber wir holen jetzt erstmal Wasser unten wieder. Wir speichern mal kurz und gucken mal, ob das gesundheitlich so schlimm ist, da unten das Wasser zu trinken. Wahrscheinlich langfristig schon, aber ich denke mal, dass das für den Anfang gar nicht so schlimm sein wird, wenn wir da mal das verseuchte Wasser trinken. Langfristig wird uns das wahrscheinlich schaden, aber so einmal. Okay. Wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gesehen, wir vergessen alles wieder. Ich glaube, langfristig kann hier eigentlich nichts so. Kurzfristig manchmal kann hier nichts passieren, hoffen wir jetzt einfach mal. Wir testen das einfach, indem ich jetzt hier einmal von trinke. Und schauen wir mal, ob ich sterbe. Oh. Okay, meine Gesundheit hat es nicht gut getan. Anscheinend. Offensichtlich. Hier fliegen mal wieder Steine rum. Aber das wäre ja, das wäre ja sehr doof. Aber wie soll ich das denn machen? Ja, dass wir hier Bullshit getan haben, das habe ich mir schon gedacht, dass das hier überhaupt nicht Sinn der Sache war. Wahrscheinlich müssen wir da was einpflanzen. Aber wusste ich ja, Hab ich ja schon gesagt. Aber hier würde ich gerne so eine Batterie auffüllen, sodass das Licht angeht. Holz, Backstein. Wieder ein Messer. Ich kann in den Müll gucken. Hallo. Vielleicht hat da jemand ein iPhone weggeschmissen. Ist das vielleicht auch wegen der Sonne, dass mir jetzt nicht gut geht? Oder ist das nur wegen dem, wenn das wegen dem Getränk ist? Dann ist es echt scheiße. Dann müssen wir zuschauen. Zusehen, dass wir hier unbedingt Wasser abkochen können. Ja, hier, das lässt auch voll nach. Wir verlieren sogar ziemlich schnell. Aber ist das nur durch... Wir hatten doch hier... Medikament hatten wir doch hier irgendwo. Ey, wieso kann ich das nicht benutzen? Die Gesundheit lässt weiter nach. Ich glaube, wir sollten schnellstens Dinge tun. Und zwar jetzt gucken, was wir fürs abgekochte Wasser brauchen. Vor allem, wir brauchen noch irgendwie was zum Healen jetzt. Also wie stelle ich jetzt mein Heal wieder her? Ein ganz normales Crafting hier. Ja, aber Bandage ist sonst das Einzige, was du zum Healen. Gunhorn, Sulfur, Salpetri. Ja, aber das ist doch. Basic Meat with a great meal for this kind of situation. Vegetarisch? Wie wild ist denn das? Lustig. Das ist echt problematisch jetzt mit der Gesundheit. Weil ich weiß nicht, wie wir jetzt Heal wiederherstellen sollen. Findet man irgendwo Medikamente, dann müssen wir ins Dorf unten. Im Dorf sind ja noch jede Menge Gebäude gewesen, die wir noch nicht gelootet haben.
Wenn das jetzt so ist, dass ich mich nicht mehr selbst regeneriere wegen dem scheiß Dreckswasser hier, was ich getrunken habe, dann haben wir hier ganz große Probleme. Vielleicht hilft es, wenn wir eine Cola nachschütten. Ich guck mal, ob ich eine Cola finde. Und vielleicht, wenn wir eine Cola drüber schütten, ist wieder alles gut. Ach man, wieso muss denn das Wasser hier auch so versifft sein, Mann? Alles nur kalkhaltig. Keine deutschen Standards hier. Das ist einfach nur... Wenn man nicht zu Hause ist, hat man nur Probleme hier. Ich sag's ja immer wieder. Frechheit ist das immer. Hier kommt man nicht rein, hier waren wir drin. Hinten waren wir noch nicht. Oha. Also... Hier kann man sich ja eine fette Base aufbauen, Leute. Hier hat man ja wirklich ein ganzes Haus, was man beziehen kann. Das ist heftig. War das das, wo wir eben drin waren? Seil können wichtig sein. Toilette ist dicht. Ey, ich muss mal. Man hat aber auch eben schon wieder gesehen, wie schnell die Sachen zum Craften einfach verbraucht werden. Wir haben ein, zwei Sachen gecraftet und direkt war gefühlt alles weg. Oh, hier ist auf jeden Fall so eine Blage, so ein Ding. Da sollte ich nicht hingehen. Da sind auf jeden Fall böse Gegner. Hier ist auf jeden Fall niemand. Hier ist auch niemand. Und hier hinten ist auch niemand in dem Haus. Da waren wir ja auch schon gewesen. Hier scheinen wir ziemlich safe sogar zu sein. Tatsächlich. Mist Arrival. Gutes Nummernschild. Sehr, sehr gutes Nummernschild, muss ich sagen. Stark. Hier, das war der Einkaufsladen, in dem wir waren. Hier sind auch Gegner. Ich weiß auch nicht, wie lange die am hinterherlaufen, wenn die halt angreifen. Das möchte ich auch jetzt ehrlicherweise nicht testen. Hier sind auch welche drin. Oh oh. Das war's dann wohl schon mit der Base hier. Aber ich glaube, healen das lässt nicht mehr nach. Ich muss richtig sehen. Aber ich würde gerne mal wissen, wie stark der Revolver ist. Ob ich da gegen die fighten kann. Ey, wieso kann ich hier nicht aufs Klo? Hallo. Ich möchte auch auf die Mondtoilette. Mann, was soll denn das? Ich muss mal. Oh. Die habe ich doch schon. Weg. Das verbraucht sich auch, solche Dinge. Ah, da hinten ist noch eine Base. Sind hier Gegner? Das Bild ist eigentlich schön. Oder? Eigentlich. Oha. Oh, hier ist nichts zum Looten. Oh, das ist ja eine Enttäuschung. Essen muss ich immer wieder. Sehr gut. Meine ganze Küche. Schade, dass wir hier die Häuser nicht beziehen können, aber wahrscheinlich auch ganz gut. Wir können die ja so einfach beziehen, indem wir da Sachen reinstellen und reinziehen und sowas. Das wird ja trotz alledem machbar sein. Wie viel hat denn das jetzt gebracht bei Hunger? Nicht viel. Müssen wir noch mehr essen? Wir sind hier, im Spiel sind wir mal nicht vegetarisch. Das funktioniert sonst hier nicht. Es ist hier alles zu viel einfach. Was soll ich euch sagen? Es ist halt alles nicht mehr das, was es mal war. Okay, nehmen wir auch mal mit. Oh, hier hat mir jemand ein schönes Bad eingelassen. Und im Spiegel sehe ich nur meine Pistole. Ich bin ein Geist. Oh, erstmal duschen. Ich komme da hinten schreien. Ich bin zu fett. Ja, aber der hat keine. Doch, der hat eine Toilette. Aber ich muss auch mal was sagen.
Also ich muss es jetzt mal erwähnen. Weil es tut ja sonst keiner. Es tut ja sonst keiner von uns. Die Tapeten hier in den Häusern. Also, die haben sich doch schon auf eine Zombie-Apokalypse eingestellt, oder? Also, wer benutzt denn so Tapeten zu Hause, wenn er nicht schon weiß, dass er irgendwann von Zombies angegriffen wird? Können wir hier schlafen? Nee. Hallo, ich schlaf gerne in fremden Betten. Oh. Ja, wieder nur Scheiße. Das ist schon wieder nervig. Aber wir haben... Doch, das lässt weiter nach. Die Healness. Healness. Das ist echt ein Riesenproblem gerade. Was ist denn das eigentlich? Das ist echt ein Riesenproblem gerade, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Dagegen. Auch wieder böse Zombies. Hier in der Kirche wahrscheinlich nicht. In der Kirche. Ich muss echt zusehen, was wir hier machen. Was ist das hier? Ich wollte gerade sagen, hier werden sie keine reinstellen. Das ist eine schöne Kirche. Können sie doch nicht machen. Hier ist zu. Das ist das Priesterzimmer. Der hat sich eingeschlossen, aus diversen Gründen. Was ist hier los? Das sieht eigentlich wieder so aus, als ob man es beziehen könnte. Nee. Ach, nee. Geht doch fort. Hallo, das, genau das wollte ich tun. Da sind schon mal Zombies, da gehen wir schon mal nicht hin. Das ist schon mal scheiße. Was ist da oben mit dem Haus? Da waren wir noch nicht. Das ist eine Hundehütte. Oh, ich will einen Hund. Ich marschiere hier einfach rein. Als wäre es nichts. Aber hier sind ja ganz viele Schränke. Die kann ich aber alle nicht öffnen. Ey! Ey! Also, ich sag doch, guck doch mal. Also, die haben die Häuser da wirklich schon so eingerichtet, als ob die haben es provoziert, dass die eine Zombie-Apokalypse hier bekommen. Ich sag's euch, so eine Seuche. Weil jetzt mal im Ernst, so hässlich tut doch keiner seine Wohnung einrichten, oder? Ich brauch echt Medikamente. Oh, ob ich jemals wieder zurückfinde. Der Tisch ist ja auch auf der Map. Wir haben auch wirklich keine Map. Die müssen wir wahrscheinlich erst finden oder so. Sonst würde ich mir den See mal markieren. Mit einem Bleistift, weil hier ist unsere Base direkt dahinter. Also eigentlich müssen wir nur dann den See hier wieder finden. Und das war's. Ich meine, so schlimm ist es auch gar nicht, wenn wir unsere Base eine Zeit lang nicht wiederfinden, sage ich mal so. Weil solange wir Essen und Trinken dabei haben, können wir uns ja auch kurzfristig einfach irgendwo anders in einem anderen Gebäude oder so niederlassen. Oder so wild ist das ja gar nicht. Wichtig. Weitere zwei Inventarplätze. Ich speichere jetzt trotzdem, auch wenn ich krank bin. Ich werde schon irgendwie was finden, wo ich mich heilen kann. Wenn nicht, dann ist das Spiel wohl gleich vorbei. Dann war es schön, dass ihr zugeschaut habt. War ein schönes Let's Play. Hier sind wieder Gegner. Doch, hier waren wir schon. Ah, da können wir doch jetzt mal gucken. Wir können mal speichern und gucken. Wie stark die gegen die Pistolen sind.
Ich weiß nicht, wie viel Munition ich jetzt noch drin habe. Er hat 3 Schuss gebraucht, glaube ich, oder? Hat er 3 Schüsse gebraucht? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo haben wir die Machete? Wir haben die auf der 1. Das war jetzt gar nicht gut. Das war jetzt gar nicht gut. Egal, wir trinken mal eine Pepsi. Das war jetzt gar nicht gut. Der hat uns stark zugesetzt. Und ich glaube, das Blut da bedeutet auch, dass wir Damage haben. Ja, dass wir Damage noch am kriegen. Die haben ja nur Scheiße dabei. Das lohnt sich ja mal gar nicht, die anzugreifen. Was ist denn das für ein Dreck? Also. Rest. Kann ich nicht bringen hier, oder? Aber ich hab doch gespeichert, ey. Nee, eine Heilung hat das nicht wirklich was gebracht. Wer hätte es gedacht? Wäre aber auch zu schön gewesen. Ey, scheiße. Also der Revolver ist sehr stark auf jeden Fall. Die Munition ist nur sehr selten. Hatte ich hier nicht was in den Kofferraum getan? Oder war das bei einem anderen Auto? Hatte ich nicht hier irgendwas im Kofferraum getan? War das hier? Nee. Ich bin doof, glaube ich. Bin ich lost. Da oben war dieses Geschäft, genau. Da hoch sollte ich, glaube ich, nicht gehen. Ne, es sieht gefährlich aus. Das sieht aus so einem Banditenlager aus. Es hier wird weniger, wenn da diese Bluttropfen sind, glaube ich, oder? Einfach mal die Maus dran halten und gucken, ob es weniger wird. Das ist einfach Trick 17, den habe ich gelernt, da war ich 10 Jahre alt. Und dieser Trick hat mich schon nie im Stich gelassen und da müsste man sehen, ob... ne, weniger wird es, glaube ich, nicht. Ich verstehe es nicht ganz, wie man sich hielt. Bin ich ehrlich, das checke ich nicht ganz. Egal, wir hoffen einfach mal, dass das was wird. Wir drücken uns alle einfach mal ganz, ganz fest die Daumen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es noch ein nächstes Mal gibt, wenn ich das hier überlebe. Machen Sie es gut. Tschüss.